Hallo und herzlich willkommen, Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 23 zum Franchise-Mode mit den Illinois Outlaws. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Overtime-Sieg am letzten Spieltag zu Hause gegen die Hurricanes versuchen wir natürlich heute wieder auch zu Hause zu gewinnen. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Wir haben den Heimvorteil, die geilsten Fans der Welt im Rücken plus die Verteidigung und unsere Gäste aus Los Angeles haben ein paar mitgereiste Fans im Petto plus Angriff und die Tore. Dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Sechster Spieltag. Ich hoffe, dass die Verteidigung ausreicht. Zwei Krankheitsfälle haben wir. Sind wieder zurück am 21. und 22. Oktober. So, auf geht's, vorne am Bulli. Verliert das Bulli gegen Los Angeles. Victor hat so einen Check gemacht, aber nicht erfolgreich durchzogen. Und somit hat unsere Nummer 18 das erste Tor in dieser Season macht. Ballad. Zack, bumm. Und drin ist das Ding vom Ballad. Und ist gut, dass wir ein Team-Ranking machen. Bullig Wingmar. Petersen. Ah, hätte gleich noch mehr Tor sein können vom Ballat, aber der Goalie war schneller. Aber gut gemacht. Abseits. Berg. Niederreiter. Ah, Schott. Schade. Reiter, gibt über Petersen, Petersen wieder zurück zu Niederreiter. Petersen ist schon wieder da. Schnell und geht er schnell ins Tor? Nein, geht nicht. Niederreiter? Auch nicht. Und auch nicht. Also, wir sind Zweiter in der Division und Zweiter in der Tabelle. Wollte ich gerade einmal so erwähnen. Willi Wingmar auf Bruins, Bruins. Diesmal nicht. Dieses Mal nicht. 7,46. Uli Quingma, Eckholm.
Abseits. Ulrich Wingmar, Eckholm. Ah, Puckcheck funktioniert. Funktioniert. Und wir haben. Wir haben. Und Tor. Tor von unserem Verletzungsmann. Von der Nummer 9. Vom Dominik. Er ist nämlich verletzt, aber er ist einsatzbereit. Jetzt im August ist der Gustavsen oder der Dominik. Vorne am Bulli. Jawohl, Eckholm. Bruns. Vorne. Ah, Schott. Viktor. Ich glaube, so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen dem Viktor und dem Joe. Wer spielt das nächste Tor? Wir haben beide gleich viel Tore. Was ist, weiß ich nicht, nur die Tore. Schiedsrichterin. Erfolgreich abgewehrt unser Goalie. Vorne am Bulli. Petersen. Viktor. Und ein erfolgreiches erstes Drittel erledigt. Auf geht's zum zweiten Drittel. Alles gut gefühlt. Unten. Ah, Schott. Bitte sie. Ah, Viktor bleibt an der Scheibe drin. Ah, jetzt verliert es. Jetzt verliert es. Eckholm. Aber unser Goalie hebt. Nur einmal hebt was. Das war ein bisschen provokativ vom Alexander. Und ich bin mal Bruns. Die Scheibe. Jawohl. David Kampf ist schon da. Ah, Anschlusstreffer.
So. Niederreiter. Kampf. Ah, Schott. Braucht halt nicht nur das Absicherungstor. Jawohl, Ekholm übernimmt, der hat ganz gut aufpasst. Jawohl, auch gut gemacht. Vom Bruns, glaube ich, war das. Aber Los Angeles lässt sie nicht unterkriegen. Dominik. Jawohl, Klingberg. Dominik, komm schon. Schott. Aber er bleibt bei uns, er bleibt bei uns. Ah. Zwei, 19 noch. Mal schauen, wir müssen unbedingt da jetzt noch ein Absicherungstor schießen. Sonst wird wahrscheinlich Los Angeles gefährlich. Petersen. Jawohl. Ah. Jawohl, vorne. Klingberg. Und auf geht's ins letzte, entscheidende und gefährliche Drittelmeile im Sportsfreunde. So, Joe vorhanden haben. Ah, bleibt bei meinem Joe. Klingberg, Übersicht die Scheibe, jetzt hat er's. Ballat. Ah, Pfosten. Das war doch einmal richtig knapp. Das war jetzt mal richtig knapp mit dem Pfosten. Goli gewinnen wir, ja. Nein, Goli gewinnen wir. Alter. Goli. Kampf. Und hier hat die Nummer 71 ihr erstes Tor. War F genieder, die sagen. David Kampf rückt auf den vierten Platz Füche. Gut. Ja.
ist er wieder, der Evgeny. Ah, Schott. Bruns, jawohl. Andersen. Evgeny, jetzt möchte ich das wissen. Oh, jo! Da. Ah, wie heißt er? Oskar. Der Oskar. Unser Nummer 69. Erstes Tor in der Season. Hervorragend. Jawohl, Bruns. Andersen. Das ist der Evgeny ist aufgestiegen. Besser Angriff, also gar kein Angriff. Bonden. Uns wartet. Victor übernimmt noch den Puckcheck. Grandios. Berg holt er die Scheibe. Jawohl, Eckholm. Vorhanden. Verzögerungsstrafe, leeres Tor. Wir haben einen Zusatzmann auf dem Eis. Jawohl. 36-1. Los Angeles muss man auf die Bank schicken. Wegen Stockschlag. Das war jetzt ein Satz mit X, das war nix. Bruns. Jawohl. Dominik, komm schon Dominik, nur mehr Tor. Jawohl! Zweites Tor am heutigen Abend von unserer Nummer 9. Zack, bumm. Und drin ist das Ding. Klingberg schiebt sie auf den dritten Platz der Topstalker-Listen. Ein Tor noch bis zum Hattrick, aber das wird sich jetzt nicht mehr ausgehen in der kurzen Zeit. Eckholm. Bruns. Und somit gewinnen wir, meine lieben Sportsfreunde. Nächster Heimsieg. Hervorragend, meine Sportsfreunde, hervorragend. Ja, ein paar Highlights aus dem Spiel. Wünsche gerne in die Kommentare rein.
5:1, meine lieben Sportsfreunde. Da Klingberg mit 2 Assists auf dem Platz. 3. Dann der. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Und der Dominik auf dem Platz 1 mit den 2 Toren. Hervorragend. Haben wir 3 Stars, 3 Tore, 3 Assists. Und die Sharks sind die nächsten. Hervorragend, hervorragend, meine lieben Sportsfreunde. Joe Thornton bleibt Topstorger. Ah, schauen wir mal. Was sagt die Tabelle? Für die Division sagt, die Illinois Outlaws sind die ersten auf der Tabelle. Platz 1 und in der ganzen Liga sind wir auch auf der 1. Hervorragend. 6 Spiele, 9 Punkte. Aber hier sind die Senatoren knapp hinter uns. Da müssen wir aufpassen. So, da. Schauen wir uns mal die Halle an. Verträge brauchen wir nicht. Da Ausbau und Wartung. Das ist das echt, was mit unserem Geld passiert. 9 Tage bis die Imbissspende, ja, die Imbissstände nur durch sind. 76%, 70 von 100. 92. Ja, reparieren wir in 5 Tagen. Da sind wir noch im Top-Bereich. Haben wir noch genug Budget? Arena-Budget 619.000. Jetzt müssen wir mal schauen, was würde denn die Verbesserung schließen, Eigentümer ab. 400.000 würde die Verbesserung vom Teamladen kosten. Reparatur 24, 400.000, bleiben nur 200. Jetzt schauen wir. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was aus. Vielleicht müssen wir ein bisschen variieren. Nein, im Sportsfreund ein bisschen variieren. Schauen wir mal, Preise festlegen. Eintrittspreise gibt es nichts zum sagen. Und da kann ich nach wie vor nichts machen. Warum auch immer. Macht man nichts. Parken geht auch. Merchandise ist wichtig. Klingberg ist zurück, Klingberg ist zurückgegangen, Ekholm ist aufgegangen, Bruns ist aufgegangen. Da ist bei dir. Da ist nur das Bruns. Naja, ein bisschen was geht euch weg, gell? Arena anpassen, Einkommensteuererklärung, schauen wir uns was da aus. 70 Jahresgewinn, 70 Millionen. Sind wir mal da ein bisschen am Budget dran. Schauen wir mal, können wir da ein bisschen was am Budget dran?
Coachbudget, Arena, Betriebskosten, verbraucht. Scout-Gehälter, Scout-Spesen, Spielergehälter. Okay. Macht nichts. Werden wir schön wie hinkriegen. Werden wir schön wie hinkriegen, meine lieben Sportsfreunde. So. Das war's aber wieder für diese sportliche Spielausgabe. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem Franchise-Mode mit den Illinois Outlaws weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.